MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So, das sieht aber alles sonst eigentlich ganz nett aus. Wir verdienen nur momentan irgendwie nichts. Wenn man das mal so sieht. Ne, wenn man das jetzt so sieht, verdienen tun wir ja nichts. 666 die Stunde ist ja Pinonsens. Aber es sind alle happy. Gut, ich habe nochmal vorsichtshalber nachgeguckt wegen Strom. Wunderbar. Gerade rechtzeitig da gewesen zum Löschen des Brandes. Zack, und da oben sind die auch rechtzeitig gewesen, wo es leicht nach Verbrennung gerochen hat. So, gleich kriegen wir 25.000. Das ist sehr gut. Bam. Dankeschön. Das ist doch mal eine gute Summe. Dafür werden wir nämlich unseren guten Löschzug erweitern. Das Ganze kostet sehr viel, sehe ich gerade. Naja, so. Somit haben wir zwei Feuerwehrwagen. Das ist dann schon mal eindeutig besser, meiner Meinung nach. So, die Schule möchte noch ein weiteres Schulgebäude haben. So, die dürften jetzt eigentlich nicht meckern. Wunderbar. Somit ist das auch erledigt. 950 Schüler haben nun Platz in dieser wunderschönen Schule. So, mal nochmal vorspulen hier. Dass wir schnell an Kohle kommen, damit ich noch einen Shuttlebus hinzufügen kann. Zack, wunderbar. So, wie sieht's hier aus? Stellen Sie mir Jobs und Unterkünfte zur Verfügung. Klar, das geht auch ganz einfach, ne? Ich platze mir ja förmlich aus dem Bauch raus, die Jobs und die Unterkünfte. Hammer. So, schon mal da alles abgedeckt. Können wieder neue Sims einziehen. Wunderbar. Ey, die Stadt sieht eigentlich schon mal jetzt, muss ich sagen, hier sieht es ein bisschen edler aus irgendwie. Weil so einzelne Gebäude, große Grünflächen vorhanden. Sieht es ein wenig edler aus. Und hier ist dann eher so der Mob. Stellen Sie mehr Jobs zur Verfügung. Düdüm. Schon mal erledigt. Und gleich sind die Unterkünfte auch schon fertig. Also ist lachhaft, die Aufgabe, eindeutig. Oder auch nicht? Nee. Was gibt's Gutes zu tun? Wir werden noch in die Polizeiwache investieren. Die kostet aber eben mal 30.000. Das ist nicht gerade günstig, ne? Das sieht alles ganz gut aus. Wir entwickeln uns ordentlich. Bin ich zumindest der Meinung. So, machen wir das hier noch fertig. So. Zack. Erledigt. Wunderbar. Ja, die Polizeiwache ist das nächste, was ich bauen werde. Es dauert halt noch ein bisschen, ne? Hm.
Mir schwirrt irgendwas im Kopf rum, was ich vergessen haben könnte. Nee. Verbrechensquest mache ich nicht. Ich baue nicht hier den Maxis Man. Das ist für mich irgendwie Blödsinn. 25.000 brauchen wir, damit wir den ganzen Müll auch verbrennen können. Dann haben wir den schon mal aus der Füße. Sieht auch in Ordnung aus. Wir verdienen mittlerweile 2.506 die Stunde. Ist eigentlich ganz in Ordnung, meiner Meinung nach. Sollen wir noch ein paar Stündchen abwarten und dann können wir auch die Polizei bauen. Gleich geht der Industrieverkehr da oben wieder los. Oh mein Gott, ich sehe es schon kommen. Diese Straße hier, die überlastet so dermaßen. Wenn sich das mal anguckt. Wir haben ja eh Probleme mit den Straßen. Das sagt auch keiner, dass es nicht korrekt ist, dass wir das nicht haben. Vielleicht bauen wir ein Messegelände. Also, ich weiß noch nicht. Ich werde mich auf jeden Fall wieder auf die Prozessoren spezialisieren. Aus einem enorm hohen Grund. Nämlich das Geld, was wir dadurch scheffeln. Oh, was gibt's hier? Sollen wir da eine Ablage hinzufügen? Achso, die ist kostenlos. Geht das jetzt hier irgendwie, oder? Ja, das geht wunderbar. Das ist wunderbar, bitteschön. Das ändert jetzt auch nichts. Jetzt haben wir mehr Kapazität, aber sieht total hässlich aus, das Ganze da oben. Weil es auch total unnötig ist, das Ganze. So, weg damit. Viel zu viel unnötiger Platz. Wir haben 70 Tonnen zur Verfügung. Jetzt gleich baue ich noch die Müllverbrennung. Nein, erst die Polizei. Das war das Erste, was wir bauen sollten. Für unsere Leute. Da wollte ich ja die ganzen Schulen platzieren. Wunderbar. So, das passt erstmal. Mal auch eine Flagge hier hinstellen und noch ein Schild. So. Moment. Das Schild ist da hinten irgendwie hässlich. Das können wir irgendwo anders platzieren. Da. Da kann eh nichts gebaut werden. Einmal Trümmer kann abgerissen werden. Boah. Sieht euch die Hauptstraße mal an hier. Ach du Scheiße. Ich habe da jetzt gerade noch mal ein paar Gebäude platziert. Zumindest, dass ja auch hier Wohnungen entstehen können. Ist zwar ein Scheißplatz zum Bauen, aber die können im Notfall auch einfach abgerissen werden, wenn es im Weg steht. Wie gesagt, ich möchte ja hier hauptsächlich gucken, dass da Schulen stehen und so weiter. Jetzt möchte ich noch eine Bibliothek haben, bitte. Am schönsten natürlich neben der Schule. Wie sieht's mit den Bushaltestellen aus? Ja, da müssen wir nochmal ausbauen. Das Ganze kostet halt 200 Simoleons. Das ist nicht gerade wenig. Sonst ist hier alles ausgebaut, so wie ich sehe.
So. So. So, das sieht doch auch schon mal nett aus. So, mit der Gesundheit stimmt auch irgendwas noch nicht. Nochmal vorspulen hier bitte. Wir brauchen noch ein bisschen Kohle, dann mache ich noch einen Patientenflügel dran. Dass genug Leute halt auch Behandlung bekommen. So, mal kurz getrunken. So, und nochmal markiert, dass es auch eine Klinik ist. Nicht, dass irgendjemand krank ist und dran vorbeifliegt. So, ist das Problem auch wieder behoben. Wunderbar. Jetzt haben wir hier schon mal eine doppelspurige. Das behebt zwar nicht das ganze Chaos jetzt irgendwie, aber etwas von dem Chaos ist damit schon mal gelockert. Das hört sich immer so geil an. Und die ganzen Leute da hochfahren. Einfach nur geil. Oh ja, wir wollten ja noch hier die Verbrennung, ne? Dürfen wir auch nicht vergessen. 25.000. Merken. Huch, hätte ich fast voll ins Mikro gerülpst. Ja, bald haben wir die 5.000 Einwohner erreicht. Das finde ich auch schon mal gut. So, wir brauchen aber noch ein paar Wohngebäude. Das ist einfach so. Kann ich jetzt auch nichts für, dass wir die brauchen. So. Das bringt nichts und sieht hässlich aus. Weg damit. So. Wir können nochmal ein paar Leute einziehen. Und machen direkt eine Anbindung auch an die Straße. Oh, hier brennt's. Okay, die Feuerwehr ist vor Ort. Was gibt's hier Gutes? Ein Busnetz. Ach so, ja klar. Das können wir machen. Das ist nicht das Problem. Level up. Wunderschön sieht das aus. Gucken, ob wir auf 11% Steuern noch gut laufen oder eher weniger. Aber bis jetzt sind alle glücklich. Ich glaube ja. Das ist gut. So, als nächstes bauen wir natürlich Bus und Bahn auf. Halt. Erst möchte ich die Müllverbrennung bauen. 25.000, okay. Dauert noch eine Sekunde. So, wunderbar. Dankeschön. Und zack. Somit verbrennen wir unseren produzierten Müll effektiv und haben den nicht irgendwie in der Bude rumfliegen. Das ist auch nicht Sinn der Sache, glaube ich. So, ihr könnt mir natürlich in den Kommentaren schreiben, wie immer, wie ihr meine kleine neue City findet. Ich finde, sie ist durchstrukturiert. Dadurch, dass wir hier oben die Industrie haben, haben wir echt kein Problem mit Krankheiten. In unserer Stadt zumindest, was die Verschmutzung angeht. Natürlich, das Abwasserendrohr, das wird noch umgebaut. Vielleicht sogar noch in dieser Folge, ich weiß es nicht. Doch, das können wir umbauen. Das lagern wir einfach nach da oben um. Und gut ist, dann sind wir es los. Somit ist unsere Stadt da unten dann auch wieder ein Stück sauberer. So. Und wir sagen damit Tschüss, Abwasser.
so. Und können da nochmal... Nein, können wir nicht. Schade. Ah, das mit dem Abwasser sollte jetzt auch funktionieren. Über die Hauptstraße nach da oben. Geht halt als gesammelter Küttel da hoch. Ist also funktionell. Wasser reicht aus. Strom reicht auch erstmal aus. So, wie gesagt, wir können jetzt hier super Windkraft ausbauen. Das ist super. Das ist einfach nur fantastico. Aber Leute, ich möchte mich herzlich beim Zuschauen bedanken. Fürs Zuschauen zumindest. Und wir sehen uns die nächsten Parts natürlich wieder. Mein Name ist Herbert von GamerTV. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, Leute. Bleibt wie ihr seid. Danke fürs Kommentieren, Liken und so weiter. Und tschüss, Sikowski.